herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder aus dem Heavy Cargo, aus dem Schwerlasttransporter. Ja, nach unserer letzten Mission, die wir erfolgreich abgeschlossen haben mit Spotting und dementsprechend natürlich auch den Tagebaukipper weggebracht haben, haben wir heute eine Mission namens die leere Hülle. Und das ist eine sehr einfache Mission. Das ist eigentlich eine Einstiegsmission, aber ich dachte, wir nehmen die jetzt mal ganz gut, weil wir da auch, glaube ich, so viel ich weiß, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Strecke auch nochmal zwei Spot-Aufträge machen können für eine andere Mission. Das passt also ganz gut. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ja, wir sind mit leerer Hülle unterwegs, haben einen Truck, der 4x2 Achsen besitzt, ein Überfahrt-Tieflader mit zwei Achsen, unsere Ladung, Gewicht 2,5 Tonnen. Und das ist unser Start und da haben wir einmal den Spot-Auftrag, den wir oben auf der Brücke sehen und einmal kurz vorm Ende. Also es ist eine entspannte Tour. So, und das ist unser Auftrag hier. Dafür steigen wir einmal aus, sehen uns den hier an, sehen, das ist kein spektakulärer Auftrag, ganz entspannt. Also können wir hier auch wieder einsteigen. Machen hier einmal die Lichtorgel an. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. Wir müssen uns ja auch ein bisschen ranhalten, weil wenn wir den Spot-Auftrag zwischendurch mal machen wollen, dann müssen wir wir müssen so fahren. So. Also es ist eine echt schnuggelige Strecke, die wir heute fahren. Also nichts Schwieriges. Alles ein bisschen entspannter angehen heute. Jetzt nicht so gut, aber jetzt ist es wieder besser, oder? Ja, jetzt sind wir in der Einfädelungsspur drin. Das ist also ganz gut. Das sollte funktionieren. Hier werden wir lieber anhalten. Das war nämlich eine sehr, sehr kurze Grünphase. Dann machen wir uns auf den Weg. Noch sind wir hier im Stadtgebiet, noch ist das alles ganz entspannt, aber es wird auch so eine entspannte Tour.
da wird es jetzt keine Aufreger geben. Also nicht wie bei der Tagebaugeschichte, wo wir fast nicht den Berg hochkommen, wo wir da mit 7 km/h durch die Gegend schleichen. Also man merkt tatsächlich, jetzt haben wir wirklich kaum Last. Und sobald du aufs Gas irgendwie drückst, ist es wirklich so, dass der wirklich extrem schnell anzieht. Weil er halt auch von hinten nichts hat. So, der hat halt kaum Last drauf. So 2,5 Tonnen, was ist das? Das ist halt nichts. Das liegt schon fast der Auflieger. Also ich möchte gar nicht wissen, wie schwer denn eigentlich die Last an sich ist. Oh. Na. Ich würde auch jedem raten, wenn er das Spiel spielt, drückt niemals so wie jetzt auf die Bremse, weil dann geht der Motor aus. Also sobald ihr die Handbremse reinmacht und dann auf die Bremse drückt. So, jetzt normalerweise dürfte er eigentlich nicht ausgehen. Ne, jetzt geht er nicht aus. Aber sobald ihr die Handbremse reinmacht und dann auf die Bremse drückt, geht der Motor automatisch aus. So, noch haben wir gute 10 Kilometer auf dem Tacho. Wir haben natürlich auch schon ordentlich Zeit verplempert. 8 Minuten schon fast für nicht mal irgendwie 2 Kilometer. Jetzt fahren wir auf die Autobahn rauf. Da können wir also, glaube ich, ein bisschen Tempo gleich machen.
Da haben wir gleich 80. Das ist nicht so schlecht. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Tempo hier. Warum funktioniert unser Tempomat schon wieder nicht? Okay, dann müssen wir heute ohne Tempomat fahren. Ne, also heute funktioniert er nicht. Ne, heute funktioniert er nicht. Das ist auch so eine Sache. Manchmal funktioniert er, manchmal funktioniert er nicht. Da müssten, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was machen. So. Dann würde ich sagen, müssen wir uns hier gleich irgendwo einfädeln. Ich habe auch keine Markierung gesehen, weil normalerweise blinkt dann so eine Markierung auf, auch wenn du ein Foto machst. Also irgendwie ein bisschen schwierig. Dann bin ich gespannt, was uns da nachher noch erwartet, weil wir haben ja noch einen Punkt. Also da sind die wirklich sehr penibel. Sobald du irgendwie zu lange die Geschwindigkeit überschreitest, dann ist hier gleich Theater angesagt.
Kann man auf die Raststätte auch fahren oder kann man das nicht? Das teste ich jetzt mal aus. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob man das auch kann. Okay, kann man tatsächlich auch. Aber das wäre für Heavy Cargo jetzt nicht interessant. Also für On the Road sind die Raststätten schon wichtig, um halt auch Ruhepause zu machen. Aber hier in Heavy Cargo jetzt halt nicht, weil hier ist. Hast du ja kein richtiges Wirtschaftssystem. Hier hast du ja ein. Wir nennen es mal Missionskarriere. Hier basiert ja alles auf Missionen, Belohnungen für deinen LKW, also Anbauteile. Und das schon. Was sehr interessant ist, also ja. Oh. Wenn man sich das Video zu On the Road anguckt, dann kann man da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Vergleich ziehen. Das seht ihr dann ja auch auf dem Kanal. Also einfach gern mal durch den Kanal gucken. Da sind weitere Heavy Cargo Videos, aber auch ein On the Road Video zum Beispiel jetzt schon. Und da könnt ihr am besten euren Vergleich ziehen, gucken, welches Spiel euch mehr gefällt, welches nicht. Und euer Fazit drüber ziehen. Ja. Und halt auch eure Schlüsse drüber ziehen. Okay. Ah, juhu. Okay. Wir sind. Okay, das ist interessant. Na, kriegen wir jetzt auch mal langsam grün. Danke. Okay, da konnte man jetzt einen ganz kleinen leichten Ruckler sehen in der Performance, aber. Also heute habe ich es wirklich mit der erlaubten Geschwindigkeit.
Hier ist die gute alte Firma Brutto. Also wie gesagt, die haben halt vieles übernommen, auch aus On the Road, ne? Aber finde ich nicht schlimm. Das ist halt so ein bisschen deren Handschrift, ne? So, die haben jetzt das erste Spiel, was sie gemacht haben, war jetzt nicht so der allergrößte Hit, aber das jetzt hier ist wirklich schon, ja, eine deutliche Steigerung. Also On the Road ist so ein Spiel, 2 Sterne. 3 weiß ich noch nicht. Für 3 ist es, glaube ich, noch ein bisschen, fehlt da noch ein bisschen was. 3 hätte ich vielleicht gegeben, wenn man jetzt vielleicht schon mal ein paar mehr Automarken, also was heißt Automarken, aber wenn man mehr LKW-Marken implementiert hätte. Und da das aktuell nicht passiert ist und wir das Spiel jetzt schon seit 21 haben, seit gut 3 Jahren jetzt, und in den 3 Jahren sich nicht so viel getan hat, außer Bugfixes und jetzt mal, also du kannst jetzt Containerautos transportieren und auch hier einen Tanker. Ja, wow, das ist aber zu wenig für 3 Jahre. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, 2 Sterne, mehr hat das Spiel On the Road aktuell nicht verdient. Es ist vom Grund aus jetzt recht solide, ja, aber da fehlt mir noch was. Weil für 3 Jahre ist das einfach zu wenig. Gut, wir werden sehen, was dieses Spiel nach 3 Jahren bringt. Ob das vielleicht auch so wird wie bei uns, man weiß es nicht. Aber das glaube ich ja nicht. Weil jetzt haben sie wirklich auch ein bisschen auf die Community gehört, haben sich so ein bisschen so das Feedback auch angenommen, umgesetzt und so. Gut, wir sprechen jetzt auch von einer Spielversion auf einer anderen Engine. Auch nur für neuere Generationen, also für die neuesten Konsolen, sprich Xbox Series X und S und PS5. Die 4er ist jetzt raus. Das machen aber viele tatsächlich, auch zum Beispiel der Landwirtschaftssenator, den wird es zum Beispiel auch nicht mehr, also der 25er, der wird nicht mehr auf den PS4-Konsolen vertreten sein, weil einfach die Leistung dafür fehlt. Haben die da einen Unfall gebaut? Oh ma. Die haben da einen Unfall gebaut. Ich komme da einfach nicht. Ja. So. Ja, und hier nochmal die schöne Aussicht. Ja, also zeittechnisch war es jetzt nicht so gut. Geschwindigkeitsbegrenzung haben wir jetzt. Ja, also es war nicht so gut. Aber gut. Ich würde sagen, das war's von diesem Video tatsächlich erst einmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video, wenn es wieder heißt, dass wir den Heavy Cargo spielen. Bis dahin, macht's gut.